Hallo Leute, ja, wir sind hier an unserer Rakete, müssen schauen, dass wir die Aufgabe hier abgeben und dann können wir hier bestimmt noch irgendwie was Nettes machen. Müssen wir mal gucken, vielleicht das Triebwerk austauschen, das sieht auch Schrott aus. Dann machen wir ein neues und dann gucken wir mal, wie wir das so hinkriegen, ne? Ihr guckt das Logo und dann geht's weiter. So. Das wollte ich jetzt gerade wegschmeißen. Ne, nicht da dran machen, das wollte ich wegschmeißen. Irgendwo hier neben, so. Und das da drunter bauen, ne? Snap da unten rein, nicht da oben rein snappen. Oh, das funktioniert ja wieder gut, ne? So, jetzt hat's geklappt. So, okay, dann können wir eigentlich schon das nächste bauen hier. Das ist doch Aluminium, ne? Da brauchen wir dafür. Und Ammonium wohl. Dann wird das nächste gebaut. Sehr schön. So, was wollten wir eigentlich auf anderen Planeten machen? Das habe ich bis heute noch nicht so verstanden. Ich glaube, wir brauchten hier fürs Forschungslabor. Was kann da sein? Wir haben hier zweimal Kohlenstoff und Schwefel fehlt. Schwefel war das, was wir brauchen. Kalidor oder Aatrox. Deswegen sind wir nach Kalidor geflogen. Da wissen wir jetzt schon mal Bescheid. Ja, dann würde ich sagen, ist eigentlich der nächste Weg auch wieder nach Kalidor zu fliegen, oder? Müssen wir noch was Sinniges mitnehmen? Wahrscheinlich hier irgendwie was, oder? Was haben wir hier noch? Kleine Bitte. Achso, wir wollten noch hier die Aufgabe auflösen. Das müssen wir machen. Da gibt es ein QTRTG. So, wunderbar. Und was ist anwerfen? Mittelgroße Windturbine auf dem Logistik-Depot Glacio installieren. Okay, da waren wir jetzt gerade. Aber da wollen wir erstmal nicht hin. Jetzt muss ich nur gucken, wo dieses QRTG hier gelandet ist. Da hinten. Oh, Exoship. Exoship. Die braucht man bestimmt auch irgendwo für, ne? Ach, da ist noch einer. Na, hier noch so ein Viech. Stell das da hin. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das ganze Ding haben. QRTG. Jetzt habe ich das im Rucksack. Ach so, warte mal, wir könnten. Vielleicht nehmen wir die Exoships mit, weiß ich nicht. Okay. Jetzt haben wir den Sauerstofffilter rausgenommen, aber der ist ja leer. Dann bringt der mir auch nicht so viel, ne? Wofür braucht man denn die Exoships? Kann mir das noch einer sagen? Chips sind immer cool eigentlich, oder? Machen wir mal hier auf. Muss man das hier nicht irgendwo einwerfen? Mittelgroße Windturbine? Nee. Glacio mit Exoship ausstatten. Ah, da müssten wir doch nochmal nach Glacio. Speicher für Logistikdepot. Glacio verbessern, um das Versandmanifest neu zu starten. Statte Glacio mit dem Exoship aus. Ja, den haben wir jetzt schon mal eingepackt, ne? Was können wir denn aus dem Rucksack hier lassen? Muss man vielleicht nicht brauchen. Den sollten wir mal mitnehmen. Das brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Dann lass uns noch einen mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Kleine Batterie, Sauerstofftank. Eigentlich alles das, was ich haben möchte. Hier oben Stromverlängerung. Ja, die nehmen wir auch noch mal mit. Erde. Ja, ich glaube, das lassen wir mal so. Und was packen wir noch in unser schönes Dingens rein? Was musste man noch auf Glacio bauen? Eine Landeplattform haben wir da schon hingebracht. Ich glaube, die war gefordert, ne? Triebwerk haben wir schon gebastelt. Vielleicht nehmen wir hier das leere Regal damit, oder? Ach, das ist nicht leer. Auf der anderen Seite ist noch was drauf. Zinkbrenner noch weg. So, dann würde ich sagen, fliegen wir einfach los, oder? Nochmal nach Glacio mit dem Exoship. Zu anderen Planeten schießen. So, Glacio brauchen wir. Aatrox, ne? Kalidor? Ja, ne.
Ja, Glasio. Jetzt müssen wir nur unsere Basis da finden dann, ne? Und die Windturbine können wir da nicht bauen, ne? Ist da unsere Landeplattform? Ja, sieht jetzt nicht so aus, oder? Wie ist beschleunigen? Kann ich irgendwo was erkennen? Natürlicher Landeplatz. Jetzt müsste man nur diese Plattform sehen können. Ich sehe die aber nicht. Aber ich bin bestimmt hier in der Nähe von diesem Teil da gelandet, oder? Warte, da ist was. Hier unten sind wir gewesen. Da sind wir gelandet, Landeplattform. Da waren wir. Ja, und das ist auch dieses Teil, was wir da haben, ne? So, F verlassen. Und den sollen wir jetzt mit dem Teil ausstatten. F untersuchen. Inaktiv. Aktion erforderlich im Depot. Wo ist das Depot? Da drüben, hoffe ich. Ist das der? Anwerfen. Mittelgroße Windturbine auf dem Logistiktyp Glacio installieren. Na, das ist hier gefragt, wahrscheinlich. Logistikchip. Wo muss ich denn den Chip reinstecken? Nimm den mal wieder hoch. Einfach da oben dran, kann er sein. Fertig, Logistikchip, okay. Und das kann ich jetzt hier wieder angucken. Sieht wohl so aus, ne? Okay, er hat Verbindung mit irgendwas aufgebaut. Dachte ich. So, Windturbine auf dem Logistik-Typo Glacio installieren. Ja, eine Windturbine, toll. Nee, das ist auch nichts. Sammle Lithium. Die beiden Planeten, da war ich noch nicht. Sicher wie Häuser. Ach, Kalidor braucht noch eine Unterkunft oder eine Landeplattform. Na super. Nun, das ist komisch. Habe ich immer noch nicht geschafft, eine Portalkammer zu machen. Event über die Exo-Auftragsplattform aktivieren. Habe ich das auch noch nicht gemacht? Finde Fahrzeugdatenschreiber auf die Solo. Okay, da sind wir auch noch nicht hin. Zur Abholung bereit. Wenn ich das jetzt hier mache. Okay. Die haben wir alle fertig. Okay, dann. Keine Ahnung, was wir mit dem hier machen. F betrachten. Guck, guck. Ja, weiß ich nicht, was wir mit dem hier machen können. Wahrscheinlich auch nichts. So, das heißt, wir haben das erstmal geschafft. Hier ist es fürchterlich windig kalt. Und tendenziell neige ich dazu zu sagen, lass uns in die Erde bohren, weil da ist es nicht so kalt. Aber was machen wir hier? Sollten wir ja einfach gleich weiter runtergehen. Aber wir haben hier definitiv keinen Sauerstoff. Das ist unser Problem. Und Tee ist nicht, ne? Ja, da haben wir wieder gut für alle Mittel gesorgt, die wir hier brauchen, ne? Vielleicht sollten wir mal da oben hingucken, was da oben drauf noch so ist, oder? Kriegen wir hier eine Rampe gebaut? Ich will es hoffen. Oder wir bohren uns da einfach rein.
wieder so. Das knistert so, als ob es gleich kaputt geht, ne? So, gehen wir weiter hier hin. Bauen wir das einfach hier so schräg weiter noch ein Stück. Und da komme ich nicht hin. So, jetzt können wir hier mal hochgehen. Jetzt gehen wir mal hier gucken, kurz um die Ecke, ganz vorsichtig. Nicht, dass hier irgend so ein Schießding ist. Okay, da ist eine Kapsel. Und hier sind andere Dinge, die ich nicht gebrauchen kann, oder? Unser Sauerstoff wird weniger. Okay. Lass mal wieder aufladen. Auch den anderen voll machen. Und dann gehen wir da oben noch mal gucken schnell. So, jetzt haben wir wieder voll Sauerstoff. Schauen wir mal, was wir da machen können. Ob es da irgendwelche Sachen für uns gab. Oh Gott. Das war jetzt nicht so gut. Lass uns gleich neu... Nee, warte, wir bauen da die Brücke rüber. Macht ja keinen Sinn so, ne? Aber jetzt erst aufladen, bevor wir da hingehen. Weißt du was? Da hinten mache ich das auch noch erst schick. So, der erste Sauerstofftank ist gleich leer. Das heißt, wir gehen zurück. Neu aufladen. Und dann gehen wir da hinten nochmal auf die Hochebene oder was es ist. So, voll, los geht's. So, was machen wir jetzt hier? Da unten ist das, was wir brauchen, ist schon mal gut. Beides hier. Nee, das war schon richtig. So, und ich glaube, nee, wir haben noch ein bisschen. Jetzt ist schon daneben gefallen. Geh weiter zurück. Wo muss ich hoch? Das ist die Frage. Vielleicht nicht so die tolle Idee gewesen, einfach hier runter zu springen. Wo müssen wir wieder zurück? Hier ist es. Hier ist es. So, das haben wir aber geschafft. Das ist schon mal gut. So, ich hoffe, dass wir von hier aus jetzt Dinge bauen, die wir brauchen, ne? Tragbarer Sauerstoffmacher, okay. Stromverlängerung. Ne, das ist nicht das, was ich wollte.
Leuchtstäbe, Verpacker. Verbindung, die wollte ich bauen. So, und hoffe, dass die hier jetzt funktionieren. Tun sie, gut. Das war mir wichtig, dass das funktioniert. Stopp, das war verkehrt. Sehr gut. Hier ist keiner mehr. Okay. Nicht schlimm, weil wir sind schon in der Nähe. Können das ja aufpacken und können gleich die nächsten bauen. Und weg und Tee. Okay, der geht nicht ganz. Dann weiter nach da. Jetzt passt's. So, was haben wir denn noch so Schönes hier? Gucken wir erstmal nach den Materialien da. Was ist das? Ammonium, oder? Ja. Und was ist das? Forschungsgegenstand. Okay, den brauche ich jetzt gerade nicht. Gucken wir noch ein Stück weiter, was hier so ist. Was ist das? Hämatit. Den kenne ich noch nicht. Glaube ich. Hier noch mehr Hämatit? Wohl nicht, ne? Ist da hinten noch was anderes? Der passt nicht. Ist das einfach Harz? Ich glaube, das ist einfach Harz, oder? Das ist Harz. Und da ist so eine schießende, tolle Frucht. Die will ich jetzt auch nicht kaputt machen. Ist das hier was Spezielles? Glaube nicht, ne, oder? Ne. Hier ist Biomasse. Die schießt da oben, das ist also nicht gut. Aber wir haben keine Stromverlängerung mehr. Haben wir noch Dingens? Nein. Gut. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben Harz, wir haben Dingens. Wir sind hier schon ganz schön ordentlich durch die Gegend gelaufen. Haben hier einen großen Forschungsgegenstand, den ich jetzt aber nicht mitnehmen möchte, weil das bringt mir gerade nichts. Eisengrundstoff haben wir jetzt. Ja, ich denke, wir gehen zurück zur Basis und schauen mal, was wir dann weitermachen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.